Ja, ein Opening einer ganz besonderen Art. Und zwar, wir haben hier das OTS-Pack. Und zwar nicht nur eins, wie ihr seht, haben wir hier sehr viele OTS-Packs. Und viele wissen vielleicht gar nicht, was OTS-Packs sind. Das werde ich gleich nochmal erklären. Wir haben hier auf jeden Fall 30 Stück, ist von der YCS Gent. Da habe ich die gewonnen. Und ja, wir werden hier sie öffnen. Es gibt hier nämlich ein paar besondere Karten auf jeden Fall drin. Da gehen wir gleich auf jeden Fall noch ein. Wir fangen aber an, einfach mal mit den Öffnen als solches. Dafür gehen wir hier ran und machen den Hintergrund scharf und machen die Karten scharf. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was wir hier so schön sehen. Also, OTS-Packs heißt halt offizielles Tournament Store Pack. Und hier sind halt immer sehr spezielle. Oh mein Gott! Okay, Leute. Okay, das ist. Ja, okay. Ja, okay. Also, ihr seht sie. Ich wollte das schön erzählen und ja, okay, was soll ich dazu sagen? Das hier ist die Wunderkarte, wunderschöne Karte Elemental-Tio Stratos und zwar in Ulti. Und ja, wir sehen es hier halt schon. Diese Karte ist halt Ultimate Rare, denn manche fragen sich immer, gibt es diese Seltenheitsstufe noch? Und ja, sie gibt es und hier haben wir sie drin. Elemental Stratos, ja, in Ultimate Rare. Es gibt hier immer drei verschiedene Karten drin, die in Ultimate Rare zur Verfügung sind. Sind halt dementsprechend auch sehr selten als solches, denn sie gibt es nicht so oft. Und ja, sieht einfach sehr, sehr schön aus. Allgemein sind hier halt Karten drin, die halt metatauglich sind. Wir packen den hier mal unten hin. Na, wir machen ein kleines Recap auf jeden Fall. Und ja. Und falls Leute sich fragen, hä, wo kann man diese Packs denn kaufen? Ja, genau das ist ja das Ding. Man kann diese Packs eben nicht kaufen. Das ist das Besondere, denn ihr kriegt sie, wenn ihr halt bei einer. Token, oh, ist ja nett. Wenn ihr bei eurem Store vorbeigeht und dort halt einfach an einem Turnier teilnimmt. Und zwar sogenannten Locals sind das dann. Und dort kann man dann halt diese Packs. Oh, Imperial Order, auch eine sehr gute Karte. Sky Striker RIP, sage ich nur dazu. Oh, Sekka's Light, auch sehr schön. Auch wenn sie einen Secret Rare Reprint bekommen hat. Hier auch nochmal Super Rare, sehr schön drin. Ich würde sagen, ich sortiere hier nach Super Rare und nach Spielstärke. Imperial Order ist ja auf jeden Fall sehr spielstark. Ja, und das Besondere ist halt, dass man sie halt nicht kaufen kann als solches. Das ist natürlich sehr besonders. Und dass hier Ultimate Rares drin sind. Das ist natürlich sehr krass. Und eigentlich wollte ich das so, so ganz langsam einführen. Hier ist Spoofing. Auf jeden Fall auch gute Karte und Metakarte. Und wie gesagt, ich komme hier nicht zum Punkt, weil ich einfach noch überrascht bin von der Ultimate Rare. Denn sie sind doch echt sehr selten eigentlich. Morphinger auch nice. Ist aber aus meiner Sicht jetzt nicht einer der besten Super Rares. So, wir haben hier 30 Stück, falls sich jemand fragt, ja, wo gewinnt man denn so viele, nochmal Spoofing, wo gewinnt man denn so viele? Ich war, wie gesagt, auf der YCS in Gent und dort habe ich an einer Mega Regional teilgenommen und ich bin ins Halbfinale gekommen, ins Finale gekommen, was erzähle ich hier, und dort habe ich dann halt Punkte bekommen, die man an der Prize Wall eintauschen kann und die habe ich halt gegen OTS-Packs getauscht. Hier, ja, seit Summon Sorceress weg ist, nicht mehr ganz so gut, aber ich denke mal, das sind solche Karten, die für die Zukunft noch Potenzial haben, die dann in Zukunft mal halt Potenzial haben. Wir haben hier übrigens das OTS-Pack 9, es gibt auch schon 10 und 11, demnach halt gibt es schon mehr Ultis. Und die Ultis sind natürlich sehr begehrt und ich hoffe, dass wir auch noch mehr als eine Ulti ziehen, denn wäre echt schade, wenn wir hier nur eine Ulti rausziehen. So, und okay. Hier sieht man halt, hier wurde der Schwerpunkt auf MTG gelegt, auf Galaxy und auf Grabwächter. Immer im OTS-Pack werden halt einige Themendecks nochmal reprintet und zusätzlich halt metastarke Karten wie Imperial Order. Alter, da haben wir aber Imperial Order ziehen wir und Thunder Dragon, Dragon Matrix. Wir haben hier noch eine Karte drin, die auch sehr gut ist. Ich hoffe, die ziehen wir auch. Und zwar Super Polymerisation. Die Karte ist hier auch in Super Red drin. Das Schöne halt ist an diesem Pack, erstens, ihr kriegt. Alter. Auf Ansage so. Super Polymerisation ist hier halt drin in Super Rare. Auch sehr gute Karte auf jeden Fall. Und. Oh, nicht kaputt, man hier die schöne Optik. Und. Das Schöne ist halt, dass man hier ein paar Karten nochmal reprintet kriegt, die man vielleicht vorher nicht die Chance hatte. Noch eine Imperial Order. Die man halt vorher nicht die Chance hatte zu bekommen.
jetzt halt dann einfacher zu kriegen ist, einfach indem man sogar am Turnier teilnimmt. Und dann die Ultimate Rare, das ist natürlich einfach wunderschön, also das ist einfach gut. Und generell gewinnt man diese Karten halt einfach, wenn man an ein Turnier teilnimmt, wie gesagt, an einem Local Store oder halt auf einer Regional oder so, kann das halt dementsprechend auch mal passieren. So, wieder eine Imperial Order und noch eine Super Pulli. Alter, da würde ich mich mal gar nicht beschweren. Ja, ihr seht hier schon, man sieht es einfach ganz klar. Es sind immer nur sehr wenig Karten drin, das stimmt natürlich, es sind immer nur 3 Karten drin. Aber das ist halt Circus Light, Playset Incoming. Aber das ist halt auch nicht schlimm, dass da nur 3 Karten drin sind. Denn die kriegt man ja einfach nur für die Teilnahme des Stores, also für die Locals. Oder halt, wenn man gewonnen hat, Locals oder halt Regionals EDC, kann man die gewinnen. Wie gesagt, nicht käuflich, nicht käuflich. Und ich will jetzt mal eine Ulti ziehen. Ich will jetzt noch eine Ulti ziehen. Schade. Ich dachte auf Ansage, hat bisher so gut geklappt. Kommt das dann doch, aber hier nur Kartenzerstörung. Nur ist gut. Kartenzerstörung ist auch gar nicht so schlecht. Ist glaube ich auch eine Karte, die sehr sleept, also eine Sleeper-Karte. Im Sinne von, die kann noch sehr gut werden wieder. Noch eine Kartenzerstörung. So, jetzt zerstören wir keine Karten mehr, hoffe ich, denn jetzt wollen wir eine Ulti sehen. Okay, der Wortwitz war sehr schlecht, aber wir haben hier 30 Packs und die sind bald schon. Oh, warte mal. Ist das ja sogar von Artwork her ein anderes, ne? Oder sind das zwei die gleichen? Nein, es sind zwei verschiedene. Das ist ja mal mega cool. Ja, das finde ich nice. Ja, hier sind halt auch Tokens drin. Hier gibt es auch in einem OTS-Pack gab es auch mal die Raid-Token drin. Und alle Skystriker-Karten gab es auch in Ulti hier drin quasi. Also jetzt alle Link-Monster, wichtig. Nicht, dass jetzt jeder denkt. Und noch eine Matrix, finde ich gut. Nicht, dass jemand denkt jetzt, dass irgendwie Engage ist in Ultimate Rare gibt. Ultimate Rare, ja allgemein eine Stufe, die sehr, sehr lange verschollen war und nochmal der Token sehr lange verschollen war, gab es ja nicht mehr und jetzt halt den OTS-Pack schon. Also, falls die Leute, die gerade zugucken und noch nie auf ein Turnier waren oder so, da packe ich einfach mal einen Link unten in die Videobeschreibung, denn dort könnt ihr gucken, wo bei euch in der Nähe halt ein Store ist und da könnt ihr dann hingehen und halt an ein Turnier teilnehmen und diese Packs bekommen. So, eine Ulti. Ist schon schön, ist schon nice, aber da geht noch mehr. Circus Light, das dritte Playset, ist komplett. Sehr zufrieden. Sehr zufrieden schon. Noch eine Super Poli. Das ist eine Super Poli und noch eine Ulti. Bitte, noch bitte eine Ulti. Bitte noch eine Ulti. Und. Ich will eine Ulti. Und eine Super Poli. Da, schön in die Mitte. Ich will eine Ulti und Super Poli. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte gib mir. Bitte gib mir eine Ulti. Oder halt eben. Noch haben wir Packs, Leute. Noch haben wir Packs, alles gut. So. Und. Ich. Oh. 5 Packs und. Jetzt bin ich heiß drauf. Jetzt will ich noch eine Ulti. Ich habe eine gezogen. Ich will noch eine. Ich will noch eine. Aber sowas von will ich noch eine. So. Okay, Chat. Habe ich schon gespoilert? Bitte! Ulti! Eine Ulti! Bitte! Bitte! Bitte eine Ulti! Fusions-Substitute, okay. Und... Leute! Es ist eine Ulti! Es ist Lycoris Ulti! Eine Ulti! Es ist... Oh! Wir haben zwei Ultis! Wir haben zwei Ultis! Oh! Sieht... Oh! Boah, Leute! Schaut euch das an! Boah! Ist das nicht schön? Alter, Ulti ist einfach heftig, oder? Alter Schwede! Alter Schwede, warte. Musst du halten, ne? Alter Schwede. Ich muss sogar sagen, der Ulti-Effekt als solches ist bei Lycoris in der Kamera besser erkennbar, aber in echt, also Stratos ist schon sehr hübsch. Es gibt auch übrigens Thunder Dragon Koloss als Ulti. Boah. Das ist für die Augen. Hoi. Das für die Augen auf jeden Fall. Ja, Alter, genial. Also aus meiner Sicht einer besten Ultis überhaupt. So, und jetzt noch eine Super Poli. Schade. Letztes Pack, Leute. Letztes Pack. Oh Gott. Okay, letztes Pack. Ich bin ja schon zufrieden. Okay, so. Wir gucken uns erstmal die Super Rare, die Comments an. So, und jetzt, Leute. Okay, komm jetzt hier. Wir machen hier den Fokus da unten scharf. Und werden jetzt hier. Okay, Leute. Ist das eine Ulti? Ich weiß es nicht. Und. Matrix! Na gut. Playset Matrix ist nicht da. Er ist da, ne? Aber hier, Leute. Alter.
zwei wunderschöne Ultis. Ich gehe ja ein bisschen zur anderen Seite, damit man hier die Karten auch nochmal schön sieht. Alter, schick. Schick, schick, schick auf jeden Fall. Da kann man ja nichts gegen sagen auf jeden Fall. So, wir gehen ja nochmal ein bisschen raus, machen dann hier noch ein bisschen scharf wieder. Und dann können wir hier eben gucken, was wir haben. Wir haben hier einfach mal 4 Imperial Order gezogen, was dann doch sehr viel ist. Hat mich sehr gewundert, dass wir einfach so hier 4 Orders ziehen. Dann sortiere ich mal eben die Super Rares nebenbei. So viele OTS-Packs kriegt man eigentlich nie selbst so in die Hand. Ich persönlich habe noch nie so viele in der Hand gehabt, gebe ich halt selber zu. Manche haben dagegen das schon öfter in der Hand gehabt, so viele, ich halt nicht. Super Poly finde ich halt auch super hier drin. Dann Matrix im Playset auch super. Und dann halt die Sekka's Light auch im Playset tipptopp. Spoofing, ja, auch komplett. Playset, Spoofing ist da. Mockinger haben wir auch Playset. Wir haben fast alles Playset. Das ja, ist ja echt der Hammer. Also das eigentlich so meine Highlights als solches. Hier halt noch Spoofing dazu. Kann man halt machen. Spoofing ist ja auch mit Altergeist auf jeden Fall dabei. Der Rest für mich halt nicht so interessant. Sup. Und dann gucken wir nochmal eben schnell durch bei den Commons. Bei den Commons Jet Synchron auf jeden Fall eine Karte, die relevant werden kann. Und zwar ganz einfach. Und zwar, wenn wir Nädelfieber kriegen. Dann auf jeden Fall eine relevante Karte. Hier, sehr schöne Side-Deck-Karte gewesen, als Goalkeeper Meta war. Mega krass, geile Karte. Auch, eine Karte, die man irgendwann mal wieder brauchen könnte. Und dann hat man sie. Ja, TG, man sieht ja halt, genug. Playset habe ich auch gut. Man sieht ja auf jeden Fall Nathan Neos. Und TG und Gravekeeper. Und nochmal die Side-Deck-Karte. Ja, ich würde sagen, Alter, ich bin mega zufrieden mit dem Pools. Erste Mal so viele OTS-Packs geöffnet und gleich 2 Ultis gezogen. Da, wie gesagt, kann ich mich nicht beschweren. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr Ultis habt. Ich finde es krass auf jeden Fall. Ist einfach heftig irgendwie. Nice! Sehr nice, sehr nice. Das war mal ein anderes Opening. Wie gesagt, unten ist der Link für die Stores, wo ihr halt zu Locals gehen könnt und auch OTS-Packs kriegen könnt. Wie gesagt, nicht OTS-Pack 9, das gibt es nicht mehr zu den Stores. Es gibt OTS-Pack 11, aber da sind halt andere Karten und andere Ultis auch drinnen. Ich hoffe, dieses andere Opening hat euch gefallen und bis dann.